So, herzlich willkommen. Heute zeigen wir euch, wie ihr eure Cloud sozusagen am Handy bedienen könnt. Das ist ganz simpel. Ich werde es euch hier an der Seite noch mit einblenden. Und zwar beim iPhone könnt ihr einfach auf die Webseite hier gehen. Auf cloud.deal-buzzer.com. Dort drückt ihr dann hier unten drauf und könnt das dann sozusagen, nachdem ihr hier drauf gedrückt habt, zum Homebildschirm hinzufügen. Es sieht dann auf eurem Homebildschirm genau so aus, dass ihr hier die App habt sozusagen. Was die Webseite ist, wird euch eben als App dann angezeigt. Und hier habt ihr eben alle Möglichkeiten, die ihr eben auch am Computer habt. Das bedeutet, ihr könnt hier sozusagen dann auch mobil buzzern, habt hier einen Überblick über das Dashboard, Leaderboard, könnt hier eure Audio auch hinzufügen. Sprich, wenn ihr jetzt dann zum Beispiel buzzern möchtet, weil ihr zum Beispiel im Außendienst seid oder remote arbeitet, habt ihr hier die Möglichkeit zu buzzern. Wenn ihr den Slider hier nach rechts schiebt, seht ihr schon 60 Sekunden. Das bedeutet, der Buzzer hier wäre dann 60 Sekunden reserviert und euer Lied würde dann sozusagen abgespielt werden innerhalb der nächsten 60 Sekunden, wenn ihr buzzert. Wir wollen jetzt aber mobil buzzern und das sozusagen, wenn wir jetzt im Außendienst zum Beispiel arbeiten, dass dann im Büro sozusagen der Buzzer anfängt. Das bedeutet, wir können das hier einfach gedrückt halten, also buzzern dann sozusagen digital. Und dann seht ihr schon, dass der Buzzer dann auch schon tatsächlich funktioniert. Ihr habt hier wirklich auch so gut wie keine Verzögerung drin. Genau, falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Unsere Experten werden euch da definitiv weiterhelfen.